Hallo Camping- und Outdoor-Freunde! Heute bin ich zu Gast bei Gentle Tent. Wer Gentle Tent nicht kennt, das ist der Erfinder und Hersteller des sogenannten B-Turtle, hier im Hintergrund zu sehen. Die Firma Gentle Tent kommt eigentlich aus Österreich, aber es gibt natürlich auch in Deutschland eine Niederlassung. Und da bin ich heute, das ist in Billroda, ich glaube liegt in Thüringen. Ja, und jetzt werden wir den Detlef interviewen, weil er ist hier der Boss von dieser Abteilung. Und übrigens auch mein Ansprechpartner, weil ich bin ja einer von den Verleihfirmen. Gibt es unzählige in Deutschland, überall verteilt. Ja, und wenn es um B-Turtle geht, dann fahre ich immer hierher. Und dann bekomme ich immer die neuesten Informationen. Ja, und heute ist es soweit. Heute bin ich mal wieder hier. Komm mal her, Detlef. Hier ist er nämlich. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Das ist der Experte, wenn es um B-Turtle geht. Nicht nur um B-Turtle, sondern ihr habt ja noch andere Sachen im Programm. Ja. Erzähl mal kurz. Ja, also das B-Turtle ist eins unserer Produkte, die wir hier im Verkauf haben oder im Vertrieb haben. Dann haben wir verschiedene Größen von Dachzelten. Ich denke, vielen Leuten bekannt ist das GT Roof. Wir haben daneben ein ganz neues Zelt, das nennt sich GT Roof Maxi. Dieses Zelt wird, sagen wir mal, ab Mitte Mai zur Verfügung stehen. Natürlich haben wir nach wie vor unser Skyloft-Zelt, das mittlerweile wohl, glaube ich, bekannteste Zelt, weil es eben halt bis zu 5-6 Erwachsene aufnehmen kann. Ein Zelt in der Größe von 3,40 Meter auf 2 Meter. Also ein Dachzelt, was für die Familie bestens geeignet ist, weil ich es auch längs oder quer aufs Auto aufbauen kann. Und das Besondere an euren Zelten, ähnlich wie beim B-Turtle, ist im Vergleich zu der Konkurrenz? Wir sind A, ultra leicht und B, äußerst schnell aufbau- und abbaubar aufgrund der Luft, der Luftmatratzen bzw. der Luftschläuche. Ja, die das Ganze leicht tragfähig machen, ne, ohne dass man irgendwelche Gestänge braucht. Ganz genau. Und ja, man kann sie auch, weil da auf die Fragen kommen, wenn da mal ein Loch drin ist, kann man das auch tauschen, ne? Alles richtig separat. Man kann die Luftschläuche tauschen oder aber eben halt auch flicken, je nachdem. Es ist also ein bisschen vergleichbar mit dem Fahrradschlauch. Kommt aber äußerst selten vor, ne? Dass das sowas kaputt geht. So ist es, ja. Ja, ich bin ja mit dem B-Turtle öfters schon unterwegs und ich kann das bestätigen. Gut, prima. Ja, vielen Dank. So, neben diesem B-Turtle gibt es ja bei dir hier in Billroda noch die Fahrräder, die ich ja immer so hochlobe. Ja, hier richtig. Sieht man ja ein HNF Nikolai, und bei dir kann man die auch käuflich erwerben, ne? So ist es, ja. Wir haben hier eine Verkaufsstelle und auch letztendlich die Möglichkeit, mit dem HNF mal Probe zu fahren. Wir haben immer einige Musterräder da, sodass man tatsächlich auch mal eine weitere Tour machen kann. Auch der Verleih ist durchaus machbar übers Wochenende, wenn man das mal über eine längere Tour testen möchte. Ich bin heute unter anderem hier, weil es gibt nämlich noch was ganz Cooles, da wollte ich mich unbedingt informieren, weil das auch für mich interessant ist, als Verleihstation oder als Selbstständiger, war mir nämlich bis zum heutigen Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Und zwar geht es um das Thema Leasing. Mir war bekannt, dass Angestellte über Entgeltumwandlung, nennt sich das, einiges an Geld sparen können, wenn man so ein E-Bike nicht direkt kauft, sondern über die Firma least. Ne? Least, ja. So, aber dass das Selbstständige auch können, das wusste ich nicht. Okay. Das geht ja auch, hast du mir heute erklärt? So ist es, ja. Das Leasing, was momentan angeboten wird und auch sich relativ schnell verbreitet, ist halt gedacht dafür, den Autoverkehr zu mindern und anstelle mit dem Fahrzeug zur Arbeit zu fahren, das Ganze per Fahrrad vorzunehmen. So, und entsprechend bietet die Bundesrepublik Vergünstigungen an bzw. Zuschüsse an, die dann über das Leasing sozusagen verrechnet werden. Und dieses Leasingangebot kann ich auch als Selbstständiger wahrnehmen, weil auch der muss ja zur Arbeit kommen und entsprechend damit seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Ja, was spart man so, wenn man das über eine Leasingfirma macht? Die Einsparungen können bis zu 37% betragen. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, in welcher Form da die Beantragung läuft und wie die Ausstattung des Rades ist und so weiter. Aber es ist bis zu 37% so die Anbieter. Und jetzt kommt der Oberknüller. Du hast es mir schon verraten. Man kann ja nicht nur diese Fahrräder leasen. Richtig. Sondern mittlerweile gibt es da auch das B-Turtle sozusagen als zusätzliche Ausstattung zum Fahrrad bewertet wird, gibt es auch die Möglichkeit, Fahrrad mit dem B-Turtle gemeinsam zu leasen. Wahnsinn. Und das mit satten Ersparnissen von bis zu 37%. So ist es, ja. Wie das genau funktioniert, darüber werde ich wahrscheinlich mal noch ein separates Video machen, weil ich selber auch neue B-Turtles brauche. Ich habe ja meine bestehenden zum Teil verkauft. Und ich werde das natürlich in Anspruch nehmen. Ja, ich werde den nächsten B-Turtle, den ich bei mir und meine Verleihflotte aufnehme, über den Leasing, über die Leasingsmöglichkeit und auch ein HNF Nikolai werde ich noch leasen. Ja,
Und dann weiß ich ja bestens Bescheid, wie das funktioniert, weil ich ja selber einer von den Konsumenten bin. Genau. Und dann mache ich ein separates Video dazu. Na, und wir werden uns auf jeden Fall noch über das Thema etwas genauer unterhalten. So machen wir das. Was ich jetzt noch vorschlagen würde, du hast ja da hinten auf dem Anhänger ein, was ist das? Da ist ein Detail Roof drauf. Können wir das mal aufbauen? Das können wir gerne gleich mal aufbauen. Weil du hast zwar gesagt, das kennen viele Leute, aber ich kenne es auch nur, weil ich hier in der Flotte bin. Ja, die meisten wissen gar nicht so richtig, wie so ein Dachzelt aussieht. Okay. Und das Coole ist, ich hatte es schon in einem anderen Video gesagt, der B-Turtle, der wird ja ständig weiterentwickelt. So ist es richtig, ja. Und in Zukunft wird es dann ein modulares System geben, wo man dann das GT-Roof, ne, oder? Andersrum. Es ist so gedacht, da viele Leute sagen, ja gut, ich möchte ja nicht immer mit dem B-Turtle unterwegs sein, sondern vielleicht auch das Zelt oder auch den Anhänger mal getrennt zu benutzen. Und entsprechend ist die Verbindung zwischen dem Zelt und dem B-Turtle schon so gewählt, dass ich schnell die beiden Elemente voneinander trennen kann. So kann ich den Trailer auch zum Einkaufen benutzen. Und dann kam natürlich die Frage, ja, und was kann ich mit dem Zelt noch zusätzlich machen, außer eben halt das Ganze als B-Turtle zu nutzen. Und so haben wir zusätzliche Modulteile entwickelt, sodass ich das Zelt auch fürs Autodach verwenden kann. Sprich also, aus dem B-Turtle wird dann ein Autodachzelt. Sehr schön. Und ab wann gibt's das? Das ist schon erhältlich. Also jeder, der jetzt ein B-Turtle kaufen würde, der erhält schon die Vorbereitung, dieses Zelt dann auch als Dachzelt zu verwenden. Es ist lediglich ein Zusatzmodul notwendig, das heißt eine Aluminiumrahmenkonstruktion, die dann auf vorhandene Keder aufgeschoben werden muss und dann in den Ecken verbunden werden muss. Sehr interessant. Ich bin mir sicher, das werden wir auf meinem Kanal irgendwann mal sehen. Das denke ich auch, ja. Das Problem, was ich momentan habe, ist, mein Auto hat keine Dachrelinge und man kann es auch schlecht nachrüsten. Das ist Voraussetzung, ne? Dass man ein Dachreling hat, oder? Nein, ich kann, je nachdem, welches Fahrzeug ich halt nutze, von verschiedenen Anbietern auch entsprechende Querträger bekommen, selbst wenn ich keine Dachreling habe. Okay. Also die Option besteht durchaus. Vielleicht einfach mal bei Thule gucken und dann das Automodell eingeben, weil das ist meiner Ansicht nach so der größte Hersteller und der die breiteste Palette an Optionen für Autodächer bietet. Ja, weil wenn das schon mit meinem neuen B-Turtle, den ich schon habe, funktioniert, dann möchte ich das natürlich ausprobieren. Natürlich. Alles klar. Jo, wir bauen jetzt mal das da hinten auf und ich nehme euch einfach mit. So sieht das aus, wenn es eingepackt ist. Wir haben jetzt schon mal die Hülle aufgemacht. Jo, ist alles jetzt hier schnell improvisiert. Du weißt nicht, ob Teleskopstützen da sind, hast du gerade gesagt. Ja, richtig. Aber wir schauen mal, dass wir das trotzdem irgendwie aufgebaut kriegen. Jetzt ist hier eine Unterkonstruktion, die ist jetzt wahrscheinlich... Das ist im Grunde genommen eigentlich ähnlich, wie das also auf dem Autodach auch wäre. Ich habe halt auf dem Autodach meine Querträger und dann setze ich halt diese Befestigungsklammern drauf und ziehe sie Schrauben fest. Da dies hier jetzt ein Messefahrzeug ist, haben wir hier keine selbstsichernden Muttern drauf, sondern ganz normale Muttern. Yeah, wir haben zwei Teleskopstangen. Vom Prinzip ist ja dieses Zelt dasselbe wie beim B-Turtle der Unterbau, oder? Genau. Also diese Matte hier meine ich, ja. Das ist dasselbe, ja? Ja. Okay, nur der Aufbau dann ist ein bisschen abweichend, weil ja das Vorzelt fehlt vom B-Turtle. So ist es. Den Anschluss kennt ihr ja von mir. Der Unterschied ist jetzt hier, Detlef mag es gerne komfortabel. Er hat hier einen Kompressor angeschlossen. Und symbolisch daneben einen Akkukompressor hingestellt. Den könnte man auch nehmen. So, während das Ding jetzt aufpumpt, im Hintergrund habe ich mich schon entschieden, auch so Akku-Dinger zuzulegen. Die sind gar nicht mal so teuer. Die kosten so um die 40 Euro. Und ich glaube, das macht Sinn, ja. Das werde ich mir zulegen und dann werde ich mal in irgendeinem der nächsten Videos, wenn ich einen B-Turtle aufbooste, mal das Teil einsetzen und mal testen, ob das auch was taugt. Aber Detlef sagt, das taugt was. Das macht auf jeden Fall Sinn. Normalerweise macht man ja dann auch 7 PSI rein, oder? Ja. Ungefähr, dass es schön stabil ist. So ähnlich ist wie bei diesen Stand-Up-Paddles, die es da gibt. Oh, genau. Ist richtig stabil jetzt. Ja. Ne? Wir haben jetzt nur nicht den Druck kontrolliert, weil wir es ja nur probehalber aufstellen. Genau wie ich jedenfalls jetzt die Teleskopstützen schon drunter gestellt habe. Weil es nicht so ganz sauber ist hier im Untergrund. Und ich wollte nicht, dass das Zelt auf dem Boden fällt. Wie hoch kann man die Stützen machen? Für welche Dächer ist es geeignet? Das geht bis 3,10 Meter. Okay, also für ein Pickup auch oder so? Ja, ein Pickup, ist auch gut. Für ein Pickup-Fahrzeug gedacht. Deshalb, wir haben jetzt die Teleskopstangen etwas geändert. Früher hatten wir zwei, wie soll ich denn sagen, zwei Auszugslängen, jetzt haben wir drei. Ja, gut. Machen wir mal weiter, beziehungsweise du. Ich filme ja bloß. Jetzt möchte der Jörg natürlich gerne, dass wir mal diese
kleine Handakkupumpe einsetzen. Testen wir das auch mal. Testen wir das also auch mal. Ich setze das halt einfach an. Bitte, die Verbindungselemente passen eigentlich nicht zueinander, aber ich lasse sie trotzdem einfach mal blasen. Warum passt das nicht? Passt doch. Hey, weil, ja, ich kann sie nur ineinander stecken, aber nicht verriegeln. Ach, macht nichts. Das macht nichts, nein. Ja. Das geht auch so. Genau. Ist ja jetzt kein Zubehörteil vom Gentle-Tent, das ist ja universal gekauft. Richtig. Ich selbst habe das auch noch nicht gesehen, also nur auf Bildern, aber direkt halt, wie es in live aussieht, kenne ich das nicht. Also, das ist das normale Anschlussstück. Ja. Ja, und da kommt dann entsprechend der Ventiladapter drauf. Dann kann man das habe ich leider an der Pumpe jetzt nicht da. Ja, das ist nämlich jetzt gerade alles live und deswegen mussten wir die Pumpe jetzt gerade wieder abmachen und den Kompressor anschließen. Ja. Damit ihr jetzt versteht, warum jetzt wieder das laute Geräusch im Hintergrund ist. Und schaut mal, wie schnell das jetzt geht hier. Zack, geht. Das ging ja fixer als gedacht, ja. Durch so eine Elektropumpe halt. Ja, erinnert voll an den B-Turtle, aber irgendwie doch wieder anders. Erstmal die Farbe ist klar anders, ne? Ja, das ist also das neue Blau, weil viele Leute doch gesagt haben, also dieses helle strahlende Blau mögen wir nicht so. Da kenne ich einen. Ja, und das entsprechend haben wir das jetzt gewandelt auf dieses Blau, was jetzt bei den Dachzelten zur Anwendung kommt. Mhm. Weiterhin wird es das Oliv geben. Der Jörg fragt immer nach anderen Farben, aber weitere Farben. Tarndruck möchte ich gerne haben. Genau. Damit weitere Farben haben wir nicht leider so entdeckt nicht im Programm. Noch nicht. Kommt noch. Ja, das Blaue sieht aber gut aus. Das ist nicht so auffällig, nicht so knallig. Ist auch so eine Art Tarnblau, würde ich sagen. Ja. Und was haben wir jetzt hier alles Schönes? Also das Überzelt ist hier schon drauf gespannt, so wie es aussieht. Ne? Ja. Hier entdecke ich gerade noch so einen Reißverschluss. Was hat der? Das genau, das ist auch neu. Also wir haben das jetzt so gemacht, dass das Überdach immer auf dem Zelt drauf bleiben kann. Eben halt als zweite Isolationsschicht oder Regenschutz, je nachdem wie man es sehen möchte. Ich habe wie so eine Art stehende Luftschicht, die sich darunter bildet. Heißt also, es isoliert zusätzlich ganz gut. Und dann kann ich natürlich auch über den Reißverschluss den Rest des Zeltes mit einer Aufdopplung sozusagen versehen. Das heißt, das Cover geht dann komplett über das gesamte Zelt drüber. Hinweg. Ah, sehr gut durchdacht. Also ihr habt wirklich sehr kreative Ideen. Gibt es hier irgendwas, was wir vielleicht noch wissen sollten? Ja, das ist im Grunde genommen im Vergleich zu den Vorgängerzelten größere Fensteröffnungen, andere Stoffe. Also wir haben, denke ich, die Qualität insgesamt ganz gravierend noch verbessern können. Die Stoffe sind ja von sich aus wasserfest, ne? Ohne Überzelt schon. So ist es, ja. Auch hier am Fenster kommt da nichts rein, oder doch? Nein. Das Zelt wird von innen nochmal mit einem Cover abgedunkelt oder verschlossen. Ja. Alles, was an Wasser dann durch das Fliegengitter durchgehen sollte, läuft unten wieder raus, weil die Innenkante höher gesetzt ist bei den Fensteröffnungen, sodass also kein Wasser nach innen ins Zelt hineinkommt. Genau, so sieht das von innen aus. Ja, mir gefällt das richtig gut. Zumal das wirklich schnell aufzubauen geht, keine schweren Stangen zu handeln sind. Ja. Das ist wirklich eigentlich ein tolles Konzept, ne? Ja. Und man hat richtig viel Platz. Sieht irgendwie größer aus als beim B-Turtle, kann das sein? Oder ist es durch das? Ja, die Bettfläche ist etwas größer als beim B-Turtle. Hängt einfach auch mit den Faltmaßen zusammen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass dieses Zelt jetzt nur noch einmal sozusagen in der Länge gefaltet wird. Mhm. Das war ja sonst anders. Also haben wir in der Breite und in der Länge gefaltet, sodass also der Aufbau sich auch dadurch nochmal wieder zusätzlich beschleunigt. Genau, und jetzt kann man hier noch, dafür ist diese Lasche da, kann man noch so eine Leiter dranhängen, richtig, ne? Dass da man hier natürlich halt hochklettern kann. Genau. Ja, hier ist noch so ein Klett, den kann ich nicht zuordnen, was ist das? Dieses Klett, wir haben an mehreren Stellen noch Klettbänder eingebaut, weil die Leute gerne irgendwelche Utensilien anhängen wollen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel eine Tasche einhängen, um meine Schuhe dort unterzubringen, wenn ich ins Zelt klettere, weil auf der Leiter sind manche Leute ein bisschen fußempfindlich und mögen lieber mit den Schuhen bis nach oben ins Zelt einsteigen und können das dann hier in eine Tasche, die dort angebracht wird, einbauen. Wirklich coole Ideen habt ihr. Mhm. Hier sieht man auch, dass man das Überzelt, ist sogar hier nicht ganz verbunden, sieht man gerade. Ja. Ich spiele das mal vor. Zack. Genau. Man kann das nämlich jetzt hier direkt trennen von der Matratze, falls da mal was kaputt geht. Muss man nicht das ganze Zelt wegschmeißen. Ne? Richtig.
Ja, wunderschön. Ja. Da sind auch lauter Ösen noch dran. Das ist beim Vitorl auch nicht so. Richtig. Das ist auch neu, weil man doch vielleicht eine Beleuchtung aufhängen möchte, sonst irgendwelche Gegenstände aufhängen möchte, sodass ich jetzt die Möglichkeit habe, über diese Laschen Schnüre zu spannen oder irgendwie welche Dinge anzuhängen, eine Deckenlampe oder was auch immer ich möchte. Ich habe noch weiterhin die Option, dass ich hier natürlich auch das Vorzelt einhängen kann. Ach so. Ja, das heißt, zu dem Getty Roof gibt es ein Vorzelt, was hier über den Reißverschluss eingezogen wird. Mhm. Und je nachdem, wie ich das Dachzelt auf dem Auto montiere, ob übers Heck oder über die Seiten, kann ich dann einen Dachüberstand bekommen, unter dem ich mich aufhalten kann. Also sprich, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das Vorzelt geht also sozusagen bis an den Hänger ran in diesem Beispiel, ja, sodass ich dann einen Vorraum bekomme, der bis zu 2,50 Meter, 2,70 Meter tief sein kann. Wo schließt der ab? Hier vorne jetzt? Ja. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Jetzt wollen wir natürlich noch das Wichtigste wissen. Was kostet denn das gute Stück? Ja, das gute Stück kostet, so wie es jetzt im Moment da steht, 2.899 Euro. Ohne die Stützen, ja. Weil die Stützen, das kann ich euch mal erklären, habe ich nämlich mir schon erklären lassen, die braucht man eigentlich nicht, wenn man die Leiter, die jetzt hier noch fehlt, hinbaut. Na? Die Leiter würde vollkommen ausreichen, um das Ganze hier zu tragen. Die Stützen sind nur deswegen hier, weil wenn man jetzt beispielsweise hier das Vorzelt nutzt, was hier dann so angebracht ist, dann würde ja die Leiter so ein bisschen im Weg stehen und anstelle der Leiter, die könnte man da reinschmeißen, macht man sich halt dann die Stützen dran. Und die zweite Sache, für was man die Teleskopstützen noch verwenden kann, erklär mal, was kann man mit dem Vorzelt noch machen? Genau, ich öffne das Vorzelt an beiden Seiten per Reißverschluss, nutze dann die Stützen, um eben halt die Vorderfront des Vorzeltes abzuspannen und erhalte damit ein riesiges Sonnensegel. Ach, richtig cool. Wo ich dann cool. Wunderbar drunter sitzen kann, wenn die Sonne zu stark scheinen sollte. Ja, ich glaube, irgendwann werde ich sowas mal haben und dann sehen wir das dann, wie es aussieht. So, beim Preis waren wir jetzt stehen geblieben. Also, ja. Was hast du gesagt? 3.000? 2.899 Euro. Also unter 3.000 noch. Das Zelt unter 3.000 Euro. Wenn ich das Vorzelt dazu haben möchte, bin ich bei 549. Und wenn ich die Teleskopstangen, die wirklich multifunktional einzusetzen sind, noch dazu haben will, bin ich nochmal mit 99 Euro dabei. Ich kenne mich jetzt mit Dachzeltpreisen gar nicht aus von anderen Anbietern. Wo seid ihr da in der Preisklasse? Sind wir schon im Segment, so wie die anderen auch in etwa liegen. Wir haben halt einfach den Vorteil, dass wir wesentlich leichter sind. Also okay. Dieses Dachzelt für zwei Personen wiegt 34 Kilo, also wesentlich weniger als jedes hat. 34 Kilo bloß? 34 Kilo, ja. Okay, ja. Dann hätten wir jetzt, glaube ich, alles, was man darüber wissen sollte. Falls ihr natürlich jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich werde die Seite von dir in der Videobeschreibung mal verlinken, falls jemand Interesse an sowas hat. Das kann man nicht über mich beziehen, das müssen wir dann halt bei dir machen. Die Dinger sind vorrätig, habe ich schon gehört. So ist es. In größerer Stückzahl bestellt, trotz aktueller Materialkrise und alles. Ja. Habt ihr rechtzeitig reagiert, letztes Jahr schon. So ist es. Und auch beim Bieter, da gibt es momentan noch keine Lieferengpässe, kann sich natürlich irgendwann ändern, aber aktuell sind die Dinger noch verfügbar. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass wir heute mal dieses Interview machen konnten. Okay, gerne. Und ich freue mich auf weitere Gespräche oder Videos, die ich dann mit diesen Produkten mal erstellen kann. Ja. Und in dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg. Und tschüss. Bis dann, Detlef.